Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 3. Es gab mal wieder ein paar hilfreiche Tipps von euch, da bin ich immer sehr dankbar für. Zum Beispiel der Hinweis, hey hör mal, bei 4 Steinmetzen hast du ja quasi immer 32 Steine auf Tasche, wenn die voll sind. Und es geht ja darum, dass bei einem Steinlager ging es halt darum, dass die Steinmetze durchklöppeln können. Das sollten wir jetzt soweit hinkriegen. So, hier der Platz haben wir ja schon festgestellt. Es wurde vorher kommentiert, ja, aber da hatte ich blöderweise das Video schon aufgenommen, dass hier der... Also als ich hier den Bauplatz gesetzt habe, dass das irgendwie sinnfrei ist. Aber gut, jetzt haben wir halt ein Schiff, was hier im Nirvana rumgeht. Ich hatte gehofft, dass hier der Platz ausreicht. Dem war leider nicht so. Aber nun gut, es ist halt so, wie es ist. Hier hinten gibt es eine Insel. Und da lag, wenn ich es jetzt richtig im Hinterkopf habe, Gold, glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Und wir können darauf einen Turm bauen. Das heißt, wir können den Turm abreißen und wir sind da uneingreifbar, da ja der NPC niemals mit Fähren arbeitet. Das heißt, wir können dann unsere ganze Armee darauf verwenden, einem der beiden Gegner den Gar auszumachen. Und ich habe auch schon den Hinweis bekommen, hör mal, Blau ist in der auf der Karte eigentlich zu stark. Kümmere dich mal lieber um den anderen Antagonisten, nämlich Gelb, der Asiate, der hier oben irgendwo rumlungern dürfte. Ich überlege gerade, ob wir einen Zauber jetzt gerade sinnvoll verwenden können. Ich wüsste es jetzt nicht. Soldatenstärken ist, wäre ganz nett später beim Angriff, aber interessiert uns jetzt erst einmal nicht. So, ein weiteres großes Wohnhaus, was ansteht. So, hier klauen wir wieder ein bisschen und ihn scheint sich zu interessieren. Ach ja, einer der Gründe, warum der Asiate anzugreifen wäre, ist auch, weil der Blaue mit seinen Zaubern viel zu sehr nerven kann. Sei es jetzt Soldaten bekehren, um mal ein Beispiel zu nennen. Da kann er uns schon gehörig mit auf den Senkel gehen. Und was fällt dir ein, über deine Grenze hinauszuwandern? Das darfst du nicht. So, wir könnten ja auch schon mal jeweils ein weiteres Lager errichten. Hier einmal für Juwelen. Und hier einmal für Goldbarren. Nicht, dass hier alles vorläuft und dann, ach ja, wir sollten mal ein Lager bauen. Das wäre ein bisschen sehr spät. So, das Schiff scheint sich der Fertigstellung zu nähern. Das finde ich sehr gut. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein Handelsschiff, um die Ressourcen rüberzukriegen für den Bau eines Turms. Da brauchen wir halt mindestens ein, sagen wir mal, zwei Mortex und eine Schaufel. So, die Fähre ist fertig, sehr schön. Dann könnt ihr einmal bitte da drauf gehen. Zwei, drei, vier und fünf. Sehr gut. Dann einmal zu der Insel und bitte alles einnehmen. Und du baust schon mal ein Handelsschiff, damit wir auch Ressourcen rüberkriegen für den Aufbau. So, hier würde ich sagen, läuft soweit alles wunderbar. Ja, die Waffen sind ein bisschen vollgelaufen. Wir sollten mal... Warte mal, wie sieht es denn hier aus? Aufwertung, ja, wir könnten... Ah, komm, wir rekrutieren schon mal... Hier jeweils 5. Was, du förderst nicht mehr am Arsch? Entschuldig bitte, aber... Du hast gefälligst was zu fördern. So, denn die Produktion der Waffen sollte nicht stillstehen. Der weitert hier leider doch seine Grenze etwas schneller als gedacht. Aber ich muss halt erst gucken, dass wir den Turm da hinten aufgebaut kriegen, damit wir unsere Truppen wirklich alle mitziehen können. Weil wenn ich jetzt alles rüberziehe zum Angriff, dann ist natürlich klar, was passieren wird. Er wird uns angreifen und wir haben verkackt. Auf gut Deutsch gesagt. Das möchte ich natürlich nicht.
So, ich glaube, hier irgendwo war die Insel. Bin mir gerade nicht mehr ganz 100% sicher. So, wir können hier schon mal als Anlegestelle... Na, Moment. Hallo, Anlegestelle? Geht doch. So, da ist die Insel, jawohl. Und da ist auch Gold, wie angekündigt. So, Fähre entladen, sehr schön. Wir holen uns aber noch ein paar weitere rüber. Ihr fangt erstmal an, das da einzunehmen. Wir machen hier schon mal als Ziel der Handelsroute diesen Punkt und liefern schon mal, keine Ahnung, 8 Bretter, 8 Steine. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie viel ein Wachturm braucht, aber es sollte ja wohl locker reichen. So. Jetzt erstmal eine Speer upgraden. Hier holen wir uns nochmal 2 russischen Pioniere. Einfach, dass es schnell geht. So, und dann Mottex und Schaufeln bringen wir auch noch rüber. Ja, komm, produzieren wir noch eine Schaufel. Wir haben es ja aktuell. Mehr als dicke. So, holen wir uns mal ein paar Schwertkämpfer dazu. Ihr wisst, ich bin so ein Freund davon zu sagen, hey, ich hätte am liebsten nur Stufe 3 Larrys, aber es bringt ja nichts, wenn wir da ewig und 3 Tage drauf warten müssen. So, du fährst mal hier rüber. Ihr trefft euch quasi auf halbem Wege. Dann sollte das Ganze auch ein bisschen schneller gehen. So, einmal ran da. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hätten wir das? Oder passen da 9 drauf? Ich habe 15 gemacht, 6 noch übrig, da passen 9 drauf, okay. Ich hatte irgendwie 8 im Hinterkopf, ich weiß gerade auch nicht warum. Wisst ihr was, wir machen hier mal ein Waffenlager hin. So. Stellen wir alles aus an Einlagerung, bis auf Waffen. Nicht, dass die jetzt alles hier mit irgendwelchen Werkzeugen zu klatschen. So, Fähre ist unterwegs. So, jawohl, der Lauch ist rausgekommen. Wunderbar, den nehmen wir nämlich gleich mit auf die Insel. So, tun wir einen stärkeren dafür rein. So, und ihr fängt direkt an, hier alles einzunehmen. So, dann hoffen wir, dass das Handelsschiff bald fertig ist. Dann kannst du mich gleich direkt loslegen. Und Sachen einsammeln. Mein Gott, kommt das hier überhaupt raus? Das ist ja jetzt schon fast da halb auf Grund gelaufen. Ich hoffe, das passt.
So, da haben wir doch schon einen Bauspot. Wie viel brauchen wir? Ach, das reicht ja locker, was wir darüber bringen. Sehr schön. Gut, war ja klar, dass das reichen wird, ne? Ich wusste nur halt, wie gesagt, nicht die genaue Zahl. So, 94 haben wir, dann rekrutieren wir doch nochmal. 6 Bogenschützen haben wir einen 100er Trupp voll. So, und warum sind hier noch keine Bauarbeiter unterwegs gewesen? Ah, da hinten kommen zwei jetzt doch endlich mal. Schön. So, und du mach hier mal den Larry fertig, dass wir die Waren rüberkriegen. Sehr schön, Handelsschiff ist fertig. Das heißt, die Waren kommen rüber. Wunderbar. So, und rüber mit euch. Ihr dürft gerne da oben mithelfen. Bei wie viel Kampfkraft sind wir eigentlich? 76%. Ich glaube, Holger hatte mal in einem Video geschrieben, ich brauche mindestens, lasst mich dich lügen, 82-83%. Das ist irgendwie so der Wert, den ich im Hinterkopf habe. Mal gucken, wann wir da rankommen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ein Kohleproblem habe, aber ich glaube, ich habe einfach nur meine Goldschmiede ungünstig weit weg von den Kohleminen platziert. Warte mal, können wir die vielleicht hierhin umdisponieren? Nee, da ist kein Platz. Da müssen wir das Bäumchen da fällen. Ja, das könnten wir sogar hinkriegen. Ja, egal, komm, das bringt jetzt glaube ich auch nichts mehr. So, du findest keine Steine mehr. Das ist ja tragisch, aber dann können wir dich auch abreißen. Zack. So, ich glaube, großartig bauen müssen wir jetzt nichts mehr. Deswegen reichen die Steinvorräte, die wir haben, tatsächlich aus. So, sehr schön. Das Handelsschiff voller Waren geht auch schon über. Wunderbar. Dann können wir nämlich die, die hier sind, gleich direkt umwandeln in Träger. Und dann können die anfangen aufzubauen. Der Rest nimmt die Insel ein, falls hier noch irgendwo Gold liegt. Da können wir hier abreißen und wir könnten einfach mal spaßeshalber dann schon mal losmarschieren. So, 228 Soldaten. Ich weiß, das ist viel, aber wir sollten noch ein paar auf Tasche haben. Und vielleicht könnten wir einfach mal noch einen großen Tempel bauen, damit wir noch ein bisschen schneller Aufwertung bekommen. Das dauert mir nämlich alles zu lange hier. Ich will den möglichst schnell und möglichst hart in... Oh nee, echt jetzt? Es war so klar. So, dann holen wir euch mal rüber. Waren wir 2 cm zu weit rechts. So. Ihr regelt das dann schon. Du kannst dich ja hier mal ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir ja noch was. Oh, Gold. Das finde ich ja sehr nett, dass du uns Gold bringst. Mensch. So, ich glaube, ich möchte einfach mal mich hier ein bisschen schneller erweitern Richtung Asiate, damit ich weiß, wo genau der Larry steckt. So, wie Sie sehen, sehen Sie nicht, zumindest hier nicht.